Die Frage ist, der entgegenkommende Zug hat leider eine Störung. Ich weiß leider nicht genau, was der Zug hat. Solange der natürlich nicht da ist, können wir nicht weiterfahren. Ich bitte ganz kurz erstmal um Ihre Geduld. Sobald ich weitere Infos habe, melde ich mich sofort bei Ihnen. Vielen Dank. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Eingleisiger Streckenabschnitt, sieht man ja auch. So dass natürlich ich jetzt nicht losfahren kann, weil der in einem Abschnitt ist. Das ist die Problematik bei eingleisigen Strecken. Und natürlich verschiebt sich das jetzt. Ja, also ich habe jetzt auch schon gleich 3 Minuten Verspätung. Ich komme dann auch nicht pünktlich zurück. So dass jetzt dann alle Züge sich verspäten. Leider ist es so, man kann es nicht ändern. Ne? Die Fahrgäste, der Gegenzug ist unterwegs. Ihr müsst gleich in den nächsten Minuten hier einfahren. Wenn er da ist, können wir losfahren. Es geht gleich weiter. Vielen Dank. Der Kollege hat eine Störung gehabt an seinem Zug. Ich habe jetzt deswegen auch schon 8 Minuten Verspätung, weil es ein eingleisiger Abschnitt ist. Aber das muss man alles ein bisschen mit Humor nehmen, weil es bringt nichts, wenn man sich da verrückt macht. Ja, eure Frau in einem permanent mit Fernlicht durch die Gegend. Sucht den gar nicht. Für beide mit Fernlicht da durch die Gegend. Das ist immer das Geile. Das ist der LKW-Fahrer, ja? Also müsstet ihr das eigentlich wissen. Der ja eh höher sitzt und ich bin ja die auch permanent geblendet durch irgendwelche Autofahrer auf der Autobahn. Na? Dann weiß sie ja von Sascha seinen Videos. Uns geht es genauso. Die Leute fahren parallel zu einer Strecke, zu einer Eisenbahnstrecke wie hier. Ja, und fahren mit Fernlicht und kapieren nicht, dass der Zug, also dass wir genauso geblendet werden. Das geht einem so auf die Nerven. Immer wenn es dunkel ist, permanent dieses Geblende. Thank you.
25. Dezember. Oh. Fehlt nicht mehr viel, du. Zum Glück ist der Bahndamm erhöht. Ja, hier in Markt Erlbach haben wir Handweichen, die wir selber stellen müssen. Richtig old school. Das bedeutet natürlich, ich muss als Fahrer des Zuges raus. Man sieht, ich bin jetzt schon nass. Stammfahrer. Der Fahrgast, der fährt immer mit. Haben wir schon zweimal sogar dabei gehabt. Das Schöne ist hier auf der Strecke, hier sind die Bahnsteige immer genauso hoch wie der Ausstieg vom Zug. Das heißt, wir kommen perfekt raus. So soll es ja sein. So stellt man sich eigentlich auch ÖPNV vor. Ja, und steigt hier immer aus. Punktlandung, du. Punktlandung mit Vollbremsung. Genau in dem Moment, wo ich vorbeigefahren bin, ist es auf Fahrerwarten gesprungen.